So, meine Freunde, und damit erstmal herzlich willkommen zu einem brandneuen Video mit eurem guten Nervus. Und wir gehen als allererstes mal in Rise of Kingdoms rein. Ihr seht schon das Spiel. YouTube hat gerade eben noch ein Update gemacht und wir können direkt in dieses Video reinstarten, meine Freunde. Es geht in diesem Video, sage ich mal so, ein bisschen drum. Es gab einige Kritik unter dem letzten Video. Ich werde vielleicht noch ein paar Dinge klarstellen und dann werden wir genau ein bisschen was zu Griechenland sagen und mal sehen, wo der Weg uns hinbringt. Hier in unserer Rise of Kingdoms Geschichte, hier mit den Good Gamers Germany. Wie gesagt nochmal, ich bin der Nervus. Ihr seht schon, ich habe die Verräterrolle. Haben ja vielleicht einige mitgekriegt. Also, nochmal kurz. Lieber Nexus, ja. Lieber Sheep, also offiziell heißt Sheep, Sheep the Streamer und war auch in den Comments unter dem letzten Video. Sheep heißt auf unserem Discord oder Sheep Remax. Genau. Dieses Königreich, es ist nicht nur der einzige Grund, dass ich hier die Farm angegriffen habe, nur weil ich im MGE vorne sein wollte. Ja, dieses Königreich ging uns schon in letzter Zeit auf die Nerven, also mir und dem guten Niemole. Und wir haben uns schon in letzter Zeit überlegt, dieses KD anzugreifen. Hat viele verschiedene Gründe. Erstens, ich muss auf meinem Account Killpoints machen. Klar, kann ich auch in KVK machen, geht in KVK 3 kaum. Plus, unser KD ist von der Orga so nervig und man hält das hier nicht aus, ja. Zu dem Punkt raus emigrieren geht im Moment nicht. Ihr wisst alle, wir haben KVK, wir können nicht raus aktuell. Ich würde schon längst draußen sein, ja. Ich habe alles zusammen, um rauszugehen. Bringt nichts, geht nicht im Moment, ja. Sonst wäre ich schon längst weg. Dann kam es dazu, dass der Niemöller aktuell ein bisschen Probleme hat, privat, und er wahrscheinlich in nächster Zeit auch keine Videos machen wird, was dann natürlich auch ein bisschen so ein Schock war. Deswegen ist das auch so ein bisschen dann ins Hintertreffen geraten, gerade was da jetzt wirklich passiert. Genau, also vom Niemöller wird in nächster Zeit eher weniger kommen. Ich weiß ja nicht, Nexus, du hast auf unserem Discord geschrieben, wir haben eine Fort gebaut. Also zum Klarstellen, wir haben keine Fort in Z4 von dem Lost Kingdom gebaut, ja? Der Niemöller war in der Top 2 Allianz, ich war in der Top 1 Allianz, wir haben uns an alle Regeln dort gehalten. Grund, warum wir angegriffen haben oder warum ich angegriffen habe, war unfair, ja? Also man muss einfach sagen, dieser MGE, ja, erst hieß es, er wird fixed, ja? Da sieht man schon mal, dass unsere Orga gar nicht stimmt. Dann hieß es von allen, nein, dieser MGE wird free sein, da die Ruinen öffnen während dieses MGEs, ja. Das heißt, ich bin natürlich hingegangen, war eigentlich noch unterhalb der Marke, also quasi so, dass man es darf. Und dann ist natürlich die Nachricht free gekommen. Ich habe natürlich Barbaren gepusht bis zum geht nicht mehr, ja. Bin dadurch auch in Ehre relativ weit oben gewesen, genau. Was jetzt also passiert? Ja, irgendwie waren die Ruinenkämpfe dann doch nicht in dem MGE drin. Daran merkt man schon, dass KD hat überhaupt nicht hochgerechnet. Also, als er das geschrieben hat, habe ich hochgerechnet und da war mir schon klar, die Ruinenkämpfe können nicht in diesen MGE fallen. Ich weiß nicht, was der König da falsch gemacht hat. Ich weiß nicht, was da los war bei der Lead. Auf jeden Fall lag allein da schon ein Riesenfehler drin, ja. Also, man hätte ganz einfach den Fixed MGE weitermachen müssen, ja. Dann kommen wir dazu. Dieser Fixed MGE war zwar begrenzt auf 6 Millionen oder 6,5 Millionen, von jedem Einzelnen, ja, außer die eben gerankt waren, so. Dann, was sich auch widersprochen hat, war, dass in dem Ranking es nur bis Platz 12 ging, das heißt, die Top 15 waren gar nicht gerankt, sondern nur die Top 12, bedeutet, ich stelle mir die Frage, wie komme ich jetzt da noch in diese Top 15 rein, darf ich da jetzt noch nachträglich rein, bla bla bla, das war auch nicht organisiert, also es wurde nicht gesagt, da ist dann quasi bis, ich meine, es ist 6 Mio ist das Limit und
Uns ist klar, wenn der eine ein paar Punkte mehr hat, würde es keinen Ärger kriegen, aber der andere will nicht drüber gehen und dann gibt es wieder Streitigkeiten. Also allein das ist schon extrem unstreitig, finde ich. Also wenn, da müssten die Top 15 wirklich klar festgelegt sein, ja. Dann auf jeden Fall hieß es erstmal, dass der MG doch nicht fixed ist, ja, also free for all. So, dann hat sich herausgestellt, dass die Ruinen gar nicht öffnen, ja. Beziehungsweise die Pässe haben geöffnet. Und jetzt kommt das nächste, was ich überhaupt nicht verstanden habe und wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, nee, Leute, jetzt reicht's mir. Erst hieß es, diese Zone, in denen die Ruinen stehen, ja. Also ich kann es jetzt gerade auch mal zeigen. Ich bin zwar gerade im Home Kingdom, aber ich kann mal schnell in unser Lost Kingdom rüber switchen. Die Zone, in denen die Ruinen stehen, ja. Die Pässe haben natürlich schon vorher geöffnet und waren auch schon zur Zeit des MGEs hier, also diese Zone, von denen hier wird gesprochen, geöffnet, ja. Und man konnte theoretisch kämpfen, ja. Jetzt war es aber so, dass natürlich dann Marker draufgesetzt wurden. Verbotene Zone, so. Bedeutet, unser KD hat festgelegt, man darf nicht rein, so. Was ich also sehe, beziehungsweise was man vielleicht auch noch anmerken sollte, die Duelle waren übrigens zu dem Zeitpunkt auch verboten, ja. Also, es kam eine Mail, dass die, also das hier war free, ja. Dann Duels and Eating are provided, so. Das bedeutet, ich darf auch keine, genau. Keine Kills per Duell machen, es ist nur erlaubt, die Event Points in den Ruinen zu machen. So, das nächste ist aber, in Ruinen war ja verbotene Zone. So, dann frage ich mich plötzlich, ja, Moment, woher hat denn jetzt der liebe Shisui, unser guter König, plötzlich seine 8 Millionen Punkte da in diesem MGE? Habe ich logisch für mich daraus geschlossen, ey, der hat irgendwas gemacht, was er eigentlich allen verboten hat. Mir dann gesagt, nee, jetzt reicht's mir. Hab anfangs noch Ruinenkämpfe gemacht, Duell gemacht und der ist immer weiter hoch, ja. Also ich dann irgendwann hingegangen, hab wirklich Farmer angegriffen und ich verstehe eure Kritik, ja. Farmkiller sind nervig, aber ihr müsst mich auch verstehen. Dieses KD, ja, wir sind da jetzt wirklich schon wieder drin, ja. Und dieses KD ist, es ist wieder mal, zeigt sich, dass es so nervig ist. Wir haben gedacht, mit dem KD-Leadwechsel geht es echt, aber es wird echt nicht besser. Ich bin dann hingegangen, hab ein paar Farmer gekillt. Das aber nur von den Allianzen, die nicht drin sein dürfen. Also nicht von Top 1 und 2, sondern wirklich von anderen Allianzen und war auch die ganze Zeit in der Top 1 drin, ja. So. Jetzt gehe ich kurz raus, ja, weil Kumpels im Home-KD, NOWA, weiß nicht, ob ihr die noch kennt, waren wir auch mal für kurze Zeit in der Allianz. Die brauchten Hilfe von mir, ja. Also bin ich hin, um dort Silk Road mit denen zu machen, so. Dann werde ich erstmal vollgeschimpft, warum ich in NOWA wäre, einfach nur um Farmer zu killen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar schon Farmer gekillt, aber ich war nicht in NOWA, um dort Farmer zu killen, ja. Muss ich jetzt einfach mal klarstellen. Und als ich dann zurückkomme, sehe ich nur, dass Shisui da mit 20 Mio-Punkten im MGE rumhängt, aus dieser einen Stage, ja. Begründung ist, ja, während du weg warst, waren die Ruinen kurz offen, so. Ich mir also nichts mehr gedacht, habe erstmal gedacht, ja gut, kann ja sein, dass die dann zufällig offen waren. Frage ich mich aber auch, wie kann es sein, dass die ganze Zeit bestrafte Zone ist und wenn ich gehe, ist offen, ja? Zuerst mal das. Kurze Zeit später, ja, ich gehe, bin kurz weg, also nicht im Game, komme wieder on, Shisui wieder mehr. Ich frage, woher kommen die Kills? Er sagt, die Zone war schon wieder offen, du warst nicht da, ja? Also, ich bin euch ehrlich, er sieht, ob ich online bin oder nicht. Man kann das jetzt spekulieren, man muss es nicht spekulieren. Ich spekuliere jetzt einfach mal drauf. Der hat das so gelegt, dass ich da nicht online bin, wenn die geöffnet sind. Weil es war wirklich, es wäre ein extrem großer Zufall, ja? Ich natürlich weiter gegen gepusht, indem ich Farmer kille, ja? Weil ich keine Lust hatte, mir den MGE jetzt dadurch wegnehmen zu lassen, ja? Weiß nicht, ob ihr das versteht. Aber so war es auf jeden Fall. Dann. Kurze Zeit später, ich war eigentlich wieder ziemlich klar mit Shisui auf einer Höhe. Ich gehe schlafen, ja. Jetzt wache ich den nächsten Morgen auf und sehe, Shisui hat wieder mehr Punkte. Und was er mir daraufhin antwortet, ja, also die Duelle wurden am Ende doch noch erlaubt. Also anscheinend ist man hingegangen und hat einfach die Regeln komplett geändert und hat gesagt, so, Duelle sind jetzt doch erlaubt. Was mich natürlich darauf schließen lässt, dass das alles nur auf dem Gras von Shisui und zum Vorteil von seinem Account gewachsen ist, weil er ganz genau weiß, dass wenn er mit 5 T5-Märschen auf einen anderen T5-Märschen aus diesem KD draufhaut, dass er ich dann nicht mehr mithalten kann mit Killpoints, ja.
Und ich weiß nicht, ob es seine Taktik war. Ich will ihn an der Stelle nicht kritisieren, ja, ganz bewusst. Aber es ist schon, sage ich jetzt mal, verdächtig, dass gerade dann, wenn man nicht online ist, sowas erlaubt wird und er gerade dann so viele Punkte macht, dass man eben keine Chance mehr hat, diesen MG zu gewinnen, ja. Also, ich meine, ich war vorher nicht in diesen Listen eingetragen, um da teilzunehmen, aber ich wollte Attila haben, einfach um auch später für unseren Jump, wenn dann der Account rübergeht, eine halbwegs gute Rally-Lead zu haben. Und ich habe mir auch vor kurzem Nevsky zugelegt, der jetzt auch schon ein bisschen gelevelt ist und wollte den mit Attila zusammenspielen. Und das hat sich gut ergeben, weil es waren noch andere Events, Speed-Ups usen in unserem KVK, wo ich am Ende übrigens auch 30. geworden bin. Genau, deswegen einfach nochmal der Grund, warum ich das gemacht habe. Und ich verstehe euch, wenn ihr das kritisiert. Ich weiß, Pharmakiller sind nervig, hatten wir auch schon. Aber ich muss ehrlich sagen, dieses KD, also es geht echt noch nerviger. Aber nun, meine Freunde, kommen wir zum eigentlichen Punkt dieses Videos. Denn wir schauen uns heute gemeinsam das Update an, beziehungsweise Crease, die neue Kultur. Und dazu muss man erstmal sagen, wir sind jetzt hier gerade auf der iOS-Version, ja. Ihr seht, das Statthalterprofil sieht wie folgt aus. Wenn ihr jetzt auf der PC-Version spielt, dann ist das Statthalterprofil links am Rand. Und kann man jetzt drüber streiten, ob es schöner aussieht oder nicht. Ist auf jeden Fall ähnlich wie in Call of Dragons. Also es ist alles ein wenig anders geworden. Auch wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche hier. Sieht Liga-Wetten anders aus. Ich bin mir aber da jetzt nicht grad nicht hundertprozentig sicher. Genau. Dann, meine Freunde, haben wir natürlich, wie soll es auch anders sein, Griechenland jetzt dabei, ja? Und damit auch den neuen Kommandanten Perikles, meine Freunde. Es gab schon viele Videos dazu. Warum bei uns jetzt erst eins kommt, ist einfach aus Zeitgründen. Wie gesagt, Nimale ging es echt nicht so gut in letzter Zeit und wir sind nicht dazu gekommen, Videos zu machen. Also ich habe ihn immer wieder gefragt, ob er ein Video machen kann. Er hat gesagt, das geht nicht. Also versteht das bitte, dass das aus diesem Grund kein Video zu Griechenland kam. Jetzt kommt es. Deswegen gut zuhören. Ein Infanteriekommandant mit Garnison und Unterstützung. Und meine Freunde, ich muss ganz klar sagen, von den Fähigkeiten ergibt Schild, ja, was wiederum darauf hindeutet, wie ja auch schon angekündigt von Lilith selber, dass es mehr Schildkommandanten in Rise of Kingdoms geben wird und das Spiel mehr auf Schild basieren wird, ja. Infanterie-Marschbonus, wir haben Angriffsbonus, Verteidigungsbonus, meine Freunde, in der zweiten Fähigkeit einen Schadensbonus, wenn er in der Stadt ist. Auch wieder eine gute Garnison-Fähigkeit. Kann man haben, muss man nicht, ja. Angriffsschaden verringert, auf jeden Fall auch ganz gut. Und mit der Expertise nochmal die Heilung der Truppen und nochmal ein erhöhter Schadensfaktor, ja. Also Perikles im Großen und Ganzen ein ganz guter Kommandant. Kann man gut hinter einem Sun Tzu spielen. Ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht auch noch vor einem Sun Tzu, aber ich würde ihn generell hinter einem Sun Tzu spielen. Ist eine sehr gute Kombi. Also Sun Tzu, Perikles. Kann man gut spielen, ist wirklich eine, ja, sehr, sehr, genau, gute Kombi. Jetzt, meine Freunde, kommen wir zu Pyrrhos, dem neuen legendären Helden. Natürlich passend zu Griechenland mit dem Thema Sparta. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch Infanterie, logisch, ganz Griechenland bekannt für seine Infanterieeinheiten, Vielseitigkeit und Verteidigung. Perikles hat einen ganz okayen Schadensfaktor, aber man denkt, dass man ihn vor SoC schon freischalten kann, wenn ich mir das richtig durchgelesen habe. Und hat einen Angriffsbonus, ja. Infanterie, Marschtempo, Gesundheit, Angriffsschaden, ja. Wieder Schild, also wir haben da viele verschiedene Fähigkeiten. Was jetzt tatsächlich ein Punkt ist, ist, meine Freunde, holt ihn euch nicht. Holt euch nicht Pyrrhos, König von Epirus, denn also man kann ihn sich holen, aber ich würde ihn nicht leveln, denn er ist spätestens im Late Game nicht mehr zu gebrauchen. Also ihr könnt euch das selber überlegen, aber ich würde ihn nicht leveln. Da würde ich schon eher
sagen, man levelt eher einen Perikles, den kann man mit so und zu, wenn sie bei der Expertise sind, 60 eigentlich ganz gut spielen. Pyros ist wie immer bei Legendären sehr teuer und lohnt sich am Ende nicht wirklich. Na, meine Freunde, ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Die neue Kultur mit Stats. Und hier sind wir bei Griechenland mit den Akryaspiden. Komischer Name übrigens. Erhöht die Gesundheit der Infanterie um 5%, den Schaden versammelter Truppen um 5% und die Steinsammelgeschwindigkeit um 10%. Das sind tatsächlich einigermaßen okay Stats, ja. Infanteriegesundheit gerade ist ein sehr schöner Stat, ja. Ihr wisst, haben wir bei Frankreich auch, da ist die Truppengesundheit um 3% und hier halt eben die Infanteriegesundheit. Also jetzt lohnt sich diese Zivilisation am Anfang, Midgame und Endgame. Man muss sagen, diese Zivilisation ist zwar eine Infanterie-Zivilisation und hat auch den Gesundheitsbonus der Infanterie, aber sie hat jetzt zum Beispiel nicht die 20% Heilungsgeschwindigkeit, die wirklich bei zum Beispiel jetzt Frankreich schon sehr stark ist, oder bei Deutschland die Ausbildungsgeschwindigkeit, oder sei es hier bei den Wikingern der Gegenangriffsschaden und die Truppentraglast, hier natürlich auch nicht schlecht, oder bei China die Baugeschwindigkeit. Sowas hat diese Kultur nicht. Anstatt dem hat diese Kultur Schaden versammelter Truppen um 5% erhöht. Und das ist wirklich was, sowas brauchen nur Rallye-Leader. Also, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, eine Rallye leadet, also eine Damage-Rallye leadet oder auf einen Pass-Rallye leadet oder was auch immer, dann kann sich das hier lohnen, für Griechenland darauf zu switchen. Wobei ich da natürlich nochmal dran erinnere, dass es auch andere, ja, Zivilisationen gibt, die gute Rallye-Lead machen, ja. Also, es ist nicht die einzige, die mit dieser, sage ich mal, Fähigkeit dazu kommt. Es gibt viele weitere, unter anderem Arabien. Es ist dann halt Kavallerie spezialisiert, also man sollte sich dann überlegen, wenn man Kaff spielt, sollte man vielleicht Arabien nehmen. Ansonsten, wenn man Bogis spielt, Ägypten, ja. Und wenn man jetzt eben Inf spielt, dann ist Griechenland eine eigentlich exzellente Wahl, meine Freunde. Klar, natürlich am Anfang Kommandant Perikles, ja, meiner Meinung nach Top-Anfangskultur, bleibt und ist China, oder ist und bleibt, je nachdem, wie ihr das sagt. Sagt man manchmal so, manchmal so. In manchen Bundesländern habe ich so gehört, in manchen so. China weiterhin meiner Meinung nach die beste Kultur. Im Early Game auf jeden Fall. Im Mid Game, also in den ersten KVKs, ist Frankreich gut, Deutschland gut zum Ausbilden, ja. Byzanz sieht man auch oft, kann man spielen, ja. Ottoman Empire wegen Fähigkeitsschaden gerade am Ende auch sehr gut, also im Endgame ist das nicht schlecht. Da im Endgame vieles auf Fähigkeitsschaden basiert, jetzt auch die neueren Kommandanten basieren viel mehr auf Fähigkeitsschaden. Aber eben Griechenland, die neue Kultur eher für Rallyes gedacht, ja, meine Freunde. Ansonsten gab es noch ein paar Anpassungen, ein neues KVK-Format, auf die ich jetzt erstmal nicht eingehe. Wir sind jetzt bei rund 19 Minuten Rohdatei und ich weise nochmal, ja. Ihr seht es links im Screen drauf hin, unser August Jump. Wir werden am 13. August in das zu dem Zeitpunkt neueste KD hineingehen, unsere Accounts bis auf Level 7 maxen. Eventuell werden auch die ein oder anderen Payments getätigt. Und am 18. wird rausgejumpt in das zu dem Zeitpunkt neueste KD. Das ist ganz wichtig für euch. Also ab dann geht quasi die Action im neuen KD los. Ab dem 13. solltet ihr wirklich aktiv dabei sein, jeden Tag mitmachen. Barbaren, wir werden Einserfestungen wahrscheinlich am Anfang auch machen. Genau, meine Freunde. So viel nochmal zu dem Jump, zu dem Ablauf. Joint dem Discord, kontaktiert mich oder Niemale. Genau, meine Freunde.
Ich würde mich von diesem Video verabschieden. Wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, egal von wo ihr zuschaut. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, um uns zu supporten. Und lasst auch gerne einen Kommentar zur neuen Zivilisation Griechenland da, wie ihr sie findet und was ihr meint. Kommt als nächstes. Das war's von mir, dem Nervus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.